Hey du, ich schreibe immer Intro-Ideen in die Kommentare und komme aber leider nicht weit mit meinen Reimen. Deshalb versuche ich mich diesmal einzuschleimen. Du bist die beste YouTuberin auf der Welt. Du bist unser Idol, du bist unser Held. Schleimen fühle ich irgendwie nicht so doll. Dann werde ich wohl ewig darauf warten, in ein Video von dir zu kommen. Na toll. Sophie, ich muss sagen, das ist wirklich episch. Lass Sophie liebe Grüße da. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video. Ich muss echt sagen, Sophie, ich fand ihn richtig gut. Heute werden wir wieder ein Game spielen, das sie nicht mehr alle hat. Es geht darum, dass wir uns ordentlich hocharbeiten. Wie wir das tun werden und wie das funktioniert, das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte nur kurz eine Sache mitteilen. Dieses Game ist allein schon, was sie wieder anhat. Ne? Ich hatte sehr viele Jobs. Und war eigentlich immer happy in den Jobs, bis irgendwann der Punkt kam, an dem oft einer der Vorgesetzten oder Chefs mir zu weit gegangen ist. Ich war immer die, die es immer gemeldet hat und am Ende meistens die, der nicht geglaubt worden ist, runtergespielt worden ist und dann die Option hatte, entweder ich bleibe jetzt in dieser Firma und werde niemals irgendwie anerkannt und meine Arbeit anerkannt, weil ich etwas angesprochen habe, das sich sonst niemand traut, oder ich gehe und gebe einen Job auf, der mir gefällt. Diese Option war für mich leider oftmals Realität. Ich war immer froh, dass ich dann es gesagt habe und gegangen bin. Und ich kann euch genau das Gleiche empfehlen. Lasst euch gewisse Dinge nicht gefallen. Ob Mann oder Frau, ist egal. Ne? Auch Männer werden belästigt auf der Arbeit. Das wird nicht so anerkannt, aber das passiert auch. Wenn jemand etwas macht oder auch ein anderer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, was euch nicht gefällt, dann sagt der Person es. Und wenn es nicht aufhört, dann meldet es. Aber geht niemals irgendetwas ein, was ihr selbst nicht wollt, aus der Angst, etwas zu sagen oder den Job zu verlieren oder nicht befördert zu werden, weil das ist kein Job der Welt wert, dass ihr eure Würde aufgibt. Jetzt gehen wir ins Spiel rein, der uns im Prinzip auch vermittelt, wieder diese Stufen von unten nach oben. Natürlich wieder, wenn du weniger verdienst, ist dein Job weniger wert. Anerkannt finde ich halt gar nicht. Allein schon, wie diese Putzkraft hier wieder dargestellt wird, in Strapsen, so kurzen Kleid und bauchfrei. Why? Wir gehen jetzt rein. Hier sehen wir Tax. Das sind also Taxes, sind unsere Steuern, unser Lohn, unsere Rechnung. Ich gehe mal davon aus, dass wir unseren Lohn einsammeln müssen. Bisschen blöd, dass es alles die gleiche Farbe hat, aber ich gebe mein Bestes. So, Lohn. Okay, Drugs, Stock. Okay, okay, what? Okay, ich muss Geld holen. Ah, okay, jetzt bin ich eine Waitress, bin ich eine... Auch wieder im Mini-Rock und High Heels natürlich. Eine Kellnerin. Wir wollen mal auf jeden Fall einen Stock haben. Wir wollen nur Kohle machen. Wir wollen natürlich... Oh, jetzt sind wir ein Delivery. Wir sind jetzt ein Auslieferungsgirl. Und alles immer halbnackt natürlich. Ich bin gespannt und ich finde es schon wieder echt... Oh, ich bin Promoter. Ich bin Secretary. Oh mein Gott, das ist so unfassbar sexistisch. Es tut mir leid. Natürlich sitzt man, wenn man eine Sekretärin ist, auf dem Sportwagen des Chefs. Und hat einen Minirock und rote Schuhe an und einen Ausschnitt. Also Leute, ich muss wirklich unbedingt mal gucken. Ich mache das jetzt mal. Ich mache das jetzt. Ich werde nach diesem Game versuchen, die Entwickler dieses Spiels zu kontaktieren und mal ein Interview mit denen zu führen. Das würde mich einfach mal echt interessieren. Und was ich auch wieder spannend finde, dass hier auch wieder die Jobs kategorisiert werden. Wahrscheinlich jetzt sogar nach Einkommen, aber auch so, oh, du fängst als Putzkraft an und dann bist du nur eine Kellnerin. Es wird wieder so runtergestuft, finde ich einfach. Total dumm. Ich guck mal, was jetzt erstmal passiert, wenn ich einfach nur meine Schulden und alles einnehme. Ich bin jetzt ja das Cleaning Girl. Das heißt, wir machen mal jetzt alles. Die Steuern, die Rechnung. Wir nehmen jetzt mal Drugs. Oder bin ich sofort raus? Okay, da bist du sofort gefeuert. Interessant. Okay, dann nehmen wir mal nichts davon. Wir wollen jetzt mal Business Girl sein. So, jetzt sind wir erstmal promoted. Wir sind befördert. Wie kann man eigentlich von der Putzkraft, von einem Chef zur Kellnerin? So, let's go. Yes, Cash, Cash. So, wir tun alles schön sparen. Wir sparen das Geld, sparen. Oh, jetzt sind wir wieder Sekretärin und auf dem Auto unseres dummen Bosses. Weil das machen nämlich Sekretärinnen so. Die machen nichts anderes. Oh mein Gott, Leute, bitte spielt diese Spiele nicht. Meine Bauchtanzlehrerin hat immer was ganz Witziges gesagt, weil im Bauchtanzen musst du zum Beispiel, wenn du in die Knie gehst, gehst du ganz arg edel runter. Du gehst nicht irgendwie mit dem Oberkörper runter, sondern du gehst mit der Brust nach oben runter. Und sie hat immer so aus Spaß gesagt, das ist die Gehaltserhöhung, wenn du quasi... Also ich stehe jetzt und habe keinen Kopf. Wenn ich quasi so runtergehe, ist es falsch. Sondern wir müssen so runtergehen im Bauchtanzen, dass die Gehaltserhöhung bekommt. Weil man die Brust nach vorne macht. Ich weiß nicht, ob ich diese Info gegeben habe, aber wenn ihr eine Gehaltserhöhung bekommt, dann bitte, weil ihr fleißig seid und nicht wegen der Ledercouch. So, jetzt aber, let's go. Lass mich jetzt mal hier den höchsten Job, der uns hier vorgesehen ist, erreichen. Als ob Geld dann einen tatsächlich auf einmal promotet. Ne? Smoke.
ob Rauchen einen nicht erfolgreich macht. Ich meine, das sollte nicht rauchen, aber ich sag's ja nur. Ey, ist es immer nur dieses Fan? So, jetzt aber. Ich seh's. Komm, Leute, ich seh's. I can feel it. Ja, give me the money. Da kommt so lang nichts. Gib mir doch endlich das ganze Geld. Okay, Business auf jeden Fall. Warum Business machen? Ich bin mit der Secretarian. Ey, das ist so gemein. So, hier, hey. Wir werden jetzt mal promoted. Let's go. Was bin ich jetzt? Promoted. Jetzt bin ich endlich in der... Ja, jetzt bin ich in der Limo. Und direkt wird das Spiel umgesetzt. Ich bin Lady Boss. Was ist denn das für ein Name? Und natürlich Typen, die neben mir sind, ey. Genau. Als ob eine Frau, die Chef ist, dann nur heiße Typen einstellt. Eigentlich gar keine schlechte Idee, aber nein. Ein nächstes heikles Thema für viele Paare, zum Glück für mich nicht, ist quasi, wer verdient wie viel und wie teilt man sich das Geld auf und wie spart man? Ich muss ja ehrlich sagen, in der heutigen Zeit finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn die Frau mehr verdient. Ich fand es in Australien super erfrischend. Da haben wir ein Paar kennengelernt, wo die Frau das Karrieretier war und der Mann hat halt auch so und seines Jobs auch, weil er mehr Homeoffice machen konnte, aufs Kind aufgepasst. Finde ich heutzutage vollkommen in Ordnung. Es muss nicht immer das Klassische sein, das uns irgendwie vorgegeben worden ist. Und ich finde es auch ganz arg traurig, das muss ich nochmal sagen, ganz viel Liebe an alle Hausfrauen und Hausmänner da draußen, die die Kinder großziehen. Das ist einer der krassesten Jobs überhaupt. Du musst den kompletten Haushalt schmeißen, du musst deine Kinder erziehen. Du bist 24/7 für die Kinder da, bis dein Partner sowieso müde von der Arbeit nach Hause kommt. Und ich hatte oft das Gefühl, dass Leute sich dafür schämen, zu sagen, dass sie Hausfrau oder Hausmann sind. Absolut gar nicht. Das ist absolut ehrenvoll. Ihr habt einen super wichtigen Job. Der wird sogar nicht mal wirklich bezahlt. Klar kriegt man Kindergeld, aber wisst, was ich meine. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die zu 100% anerkannt gehört. Und ihr müsst euch definitiv, wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit Leuten, nicht schämen, dass ihr Hausfrau oder Hausmann seid. Ganz viel Liebe und Respekt von meiner Seite an euch. Ich weiß, was ihr da durchmacht. Beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich habe keine Kinder. Aber ich krieg's auf jeden Fall mit. Deswegen Respekt an euch und ihr seid toll. So, und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze hier aufteilt. Wenn man nämlich dann mal eine Beziehung hat und auch zusammen wohnt und dann irgendwann länger zusammen ist, kann es sein, dass man gemeinsame Konten hat und da dann auch definitiv schauen muss, wie teilt man das Ganze auf. Und das probieren wir jetzt mal. Ich bin gespannt. So, also wir sollen Stocks kaufen. Sollen quasi, ich weiß nicht, was bedeutet, ob wir recyceln oder nicht. Wie viel recyceln wir? Choose. Oder ob wir unser Geld gut anlegen. Und schauen, können wir uns ein Haus leisten. Wann wurde das Spiel gemacht? 1950, wo das noch möglich war? So, wir brauchen auf jeden Fall, damit er besser sieht. So, invest in Bitcoin. Oh, Game-Konsole hätte ich mir kaufen sollen. Verdammt, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Was ist das hier? NFTs. Ach komm, wer investiert denn noch in NFTs? Bin ich da so hinten rum? Save Money? Heritage oder Junkfood? Ah nein, mein ganzes Geld ist weg. Real Estate. Let's go. 87. Yes, wir haben $87 an einem Tag verdient. Ich kann immer noch nichts leisten. Village. Kann ich mir gleich von $56 kann ich mir gleich ein ganzes Dorf kaufen. Okay, Throw Party. Nein, natürlich nicht. Zweiter Job. Ja, natürlich noch mehr Geld. Immer mehr. So, was haben wir hier? In Bitcoin investieren? Natürlich. Ein Startup machen oder hart arbeiten. Achso, ich kann es auch aufteilen. Ne? Das wäre auch nicht schlecht gewesen gerade. NFT verkaufen, Items verkaufen. Ja, schau mal einer an, ey. Wie wir beide hustlen. Haben wir auch noch sowas wie Zeit zu zweit, essen gehen, daten? Okay, so, jetzt gucken wir mal. Wir tun mal beides hier rein investieren. Yes, let's go. Ich wusste gar nicht, dass wir auch beide unser Geld verdoppeln können. Wunderbar. Oh, da fliegt das Geld weg, ganz klar. Recycle. Jetzt kommt das gleich nochmal rüber. Oh, ganz knapp. Oh ja, das nehmen wir mit. Oh Gott, nein. Nein. Schnell. Rüber. Ah, nein, das ganze Geld, du Idiot. Oh mein Gott. Nein. Invest in Bitcoins. Komm, das holst jetzt raus. Yes. Das ist doch super. So, nein, ich will kein geschenktes Geld. Was? Complete others to unlock. Ach ja, also erstmal ein Pool und alles holen, bevor man sich ein Auto holt und nimmer leben kann. Ein Haus. Ah ja. Okay. Offer for your house. Ach so, wir ziehen jetzt um in eine teure Stadt. Oh. Haben wir eigentlich noch eine Beziehung oder arbeiten wir nur? Wollen wir uns da irgendwie drauf einigen? Geld ist alles. Laut dem Spiel, ne?
Oh nein, ich muss wieder alles rüberschmeißen. Wir haben so viel Geld. Ah! Okay, das glaube ich gut. Yes, wir sind gesaved. Ich habe eine Schutzmauer. Okay, wir müssen jetzt rüber. Nein! Hard work für den nächsten Palast, weil wir kriegen den Hals nicht voll. Ach, wir haben sogar einen Butler. Ja! Ja! Und danach, wenn wir alles uns geleistet haben, was wir wollen, haben wir keine Ehe mehr und trennen uns, weil wir unglücklich sind. Und einer von uns stürzt komplett ab. Naja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Diese Games haben uns gelehrt. Macht nicht alles, um befördert zu werden, sondern versucht es aus harter Arbeit und nicht wegen sonstigen Dingen. Geld ist nicht alles. Ich finde dem Spiel echt witzig. Es wird so dargestellt, dass wenn man zum Beispiel mal shoppen geht oder vorne sich so einen Lippenstift kauft, als wäre das was Schlechtes. Man muss sich aber was gönnen im Leben, nicht nur arbeiten. Gerade in der heutigen Zeit ist es sowieso sehr schwierig, sich mal irgendwie nur im Geringsten daran zu denken, was Eigenes leisten zu können. Es muss auch einen Ausgleich geben und vor allem muss man auch aufeinander achten. Eine Beziehung auch pflegen und Zeit füreinander nehmen und nicht wie wir machen, einfach nur arbeiten, aneinander vorbeileben. Naja, zwei Games mit einer blöden Message. Wer hätte es gedacht? Denkt dran, Leute, fleißig arbeiten, aber auch an die Freizeit denken. Und wenn ihr irgendwie einen Job seid, den ihr cool findet, arbeitet fleißig. Lasst euch auf keine unseriösen Angebote oder sonst was ein. Und auch noch ganz wichtig, habt mal Spaß im Leben. Nicht so wie dieses Spiel hier. Geld ist nicht alles. Dankeschön. Und jetzt raus.